Ich biete Ihnen zu Anfang 6 Stellungnahmen. Erstens, weder aus Frankreich, noch aus England, noch aus Deutschland dürfen wir Einwanderungsländer machen. Das ertragen diese Gesellschaften nicht, dann entartet die Gesellschaft. Zweitens, dass der durchschnittliche IQ der Schwarzen um eine Standardabweichung, also 15 Punkte, niedriger liegt als der der Weißen, kann als Faktum gelten. Ebenfalls klar sind die statistischen Implikationen. Unter den Weißen befinden sich 7-mal so viele Hochintelligente mit einem IQ über 115 wie bei den Farbigen. Unter den Farbigen 7-mal so viele Schwachsinnige mit einem IQ unter 70 wie bei den Weißen. Drittens, Hitler hat genauso viele Deutsche wie Juden getötet. Ich kann nur sagen, dass wir bestrebt sind, diese Zeit der Gräuel, die man nicht ungeschehen machen kann, zu überwinden. Wir sollten sie aber nun, die Zeit der Gräuel, der Vergangenheit überlassen. Viertens, es ist Propaganda, über die Wehrmachtssoldaten zu sagen, ihr Militärdienst sei eine Art von Verbrechertum gewesen, weil Verbrecher die oberste Kommandogewalt besessen haben. Von denen, die im Kampf starben, gilt, dass sie glauben durften, dass ihr Kämpfen Deutschland vor dem Äußersten noch rettete. Im Elementaren sind die Kräfte des Soldatischen durch die Jahrhunderte die gleichen geblieben. Mut, Tapferkeit, Befehlsgewalt und Gehorsamsanspruch, Kameradschaftlichkeit, Hilfswilligkeit in Notlagen. Fünftens, entscheidend ist, dass sich jeder zutiefst der einzigartigen sittlichen und völkischen Aufgabe und Bedeutung unserer Familien, unserer Mütter und Väter bewusst wird und damit in eine gemeinsame Kampffront für unsere Familien einsetzt. Und sechstens, Erhaltung muss den Umsturz ablösen. Um der bewahrenden Weltanschauung Bahn zu schaffen, haben wir uns zu einer Partei der Rechten zusammengeschlossen. 6 Zitate und ich merke, ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Mindestens bei den beiden ersten dürfte der eine oder andere innerlich dann doch etwas zusammengezuckt sein. Und das war beabsichtigt. Denn nur die Irritation löst ja tatsächlich das Nachdenken aus und sorgt dafür, dass wir nicht alles, was wir so zu hören kriegen, einfach als gegeben hinnehmen oder als eine Selbstverständlichkeit betrachten. Zum Nachdenken soll ja angeregt werden. Es geht bei diesem Kongress um Meinungsfreiheit. Und also ich persönlich muss sagen, ich ziehe tatsächlich Meinungen vor, die erst zustande kommen, nachdem man gedacht hat. Kommen wir aber zur Auflösung des Rätsels. Wer ist das gewesen? Das erste Zitat, das ich gebracht habe über die Entartung der Gesellschaft durch Einwanderung, stammt von einem Sozialdemokraten, dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, der das Anfang der 90er Jahre in einem Interview gesagt hat, als man ihn fragte, was er von dem Gedanken des Multikulturalismus halte. Das zweite Zitat, das ich gebracht habe, stammt aus einem Artikel, der 1974 in der Zeit erschienen ist. Er war abgefasst von deren Wissenschaftsredakteur Dieter E. Zimmer, einem hochrenommierten Mann, der sich regelmäßig mit solchen prekären Fragen beschäftigte und nicht zuletzt auch mit derjenigen, ob denn da ein Zusammenhang zwischen menschlichen Großgruppen, früher mal Rassen genannt, und deren biologischer Ausstattung und dem, was daraus Folge bestehe. Die für mich zugegebenermaßen auf den ersten Blick erstaunlichste Äußerung, diejenige nämlich darüber, dass man die Verbrechen, die in deutschem Namen, nicht die deutschen Verbrechen, die Verbrechen, die in deutschem Namen begangen worden sind, endlich der Vergangenheit überlassen müsse, stammt aus dem Jahr 1966. Gesagt hat das Konrad Adenauer. Er ist 1966 auf einem Besuch in Israel gewesen. Es gab ein feierliches Bankett. Der Gastgeber war der Ministerpräsident des Staates Israel. Und der hat bei dieser Gelegenheit eine kleine Ansprache gehalten, in der es um die ewige deutsche Schuld ging und darum, dass die Deutschen, egal was sie täten, diese Schuld niemals sühnen könnten. Daraufhin hat sich Konrad Adenauer erhoben und hat ihm erklärt, wenn er das nicht auf der Stelle zurücknehme, werde er seinen Besuch abbrechen und das Land verlassen und öffentlich machen, was da für eine Äußerung gefallen sei.
Er hat sich dann eines anderen besonnen, nachdem eine formelle Entschuldigung von israelischer Seite ergangen war, hat sich aber vorbehalten, den Redetext öffentlich zu machen. Daher wissen wir, was er bei der Gelegenheit gesagt hat. Die vierte Äußerung, die über den deutschen Soldaten, stammt von Theodor Heuss, unserem ersten Präsidenten, einem sicherlich, das wird keiner bestreiten, klassischen Liberalen und nur Zivilisten. Er ist niemals in seinem Leben Soldat gewesen, hat weder im Ersten noch im Zweiten Weltkrieg dienen müssen, aufgrund seiner körperlichen Verfassung. Er war, wie er stolz bemerkte, ein nur Zivilist. Aber er war besonders stolz auf seine Freundschaft mit Eberhard Wildermuth, ausgeschieden als General der Wehrmacht, eine, wie Heuss betonte, soldatische Natur, im Ersten Weltkrieg mit dem Eisernen Kreuz beider Klassen ausgezeichnet, im Zweiten mit Ritterkreuz und Deutschem Kreuz in Gold, der erste Mann, der die Maginot-Linie mit seinem Verband überschritten hatte und der deshalb von Theodor Heuss, er war auch genau wie er ursprünglich in der FDP, immer als ein Vorbild für deutsches Soldatentum gefeiert worden ist. Die völkische Aufgabe der Familie, was für eine Formulierung, die völkische Aufgabe der Familie wurde gefeiert von Franz Josef Würmeling, gläubiger Katholik, in der NS-Zeit wegen seiner Haltung, er war Mitglied des Zentrums gewesen, aus dem Staatsdienst entlassen. Und der Passus gehört zu einer Rede, die im Deutschen Bundestag gehalten worden ist, Mitte der 50er Jahre, weil Würmeling in seiner Funktion als Familienminister es für notwendig hielt, den sich anbahnenden Abbruch der Geburtenrate entgegenzutreten. Das letzte Stück, das über die Legitimität einer Partei der Rechten, findet sich, wie kann es anders sein, im Manifest der Rechten. Dieses Manifest der Rechten wurde unmittelbar nach Kriegsende im Frühsommer 1945 formuliert. Es war das erste Programm der sogenannten Deutschen Rechtspartei Konservative Vereinigung, die durch die britische Besatzungsbehörde zugelassen wurde, mit Schwarz-Weiß-Rot und dem Slogan Wählt rechts warb. Maßgeblichen Anteil an der Formulierung hatte Hans Zehrer. Hans Zehrer war ohne Zweifel eine der Zentralgestalten des deutschen Nachkriegsjournalismus, ein enger Freund von Axel Cäsar Springer, aber schon vor 1933 im deutschen Journalismus aktiv. Er war lange Zeit Redakteur der berühmten Vossischen Zeitung, dann Chefredakteur der Tat, sicherlich eine der einflussreichsten Blätter der 20er und 30er Jahre. 1933 wurde er seines Postens enthoben, weil er nicht willens war, sich von seiner jüdischen Ehefrau scheiden zu lassen. Er hat dann in einer Nische das NS-Regime überstanden und nach 1945 Zeitungen, die es heute noch gibt, aufgebaut. Die Bild, die Welt und die Welt am Sonntag. Aber zugegebenermaßen sind das heute andere Blätter als diejenigen, die einmal einem Hans Zehrer vorgeschwebt haben. Was soll diese Zusammenstellung? Sie soll etwas deutlich machen, das immer wieder und rasch vergessen wird in unseren Tagen. Dass nämlich die gegenwärtig geltenden Denk- und Sprachregelungen nichts weniger als selbstverständlich sind. Dass die Biologie des Menschen von Bedeutung ist, dass die Kollektivschuld einen unerträglichen Vorwurf darstellt, dass unsere Soldaten Ehre hatten, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau und die Familie eine entscheidende Bedeutung für die Existenz eines, ich wage es kaum auszusprechen, eines Volkes haben und dass es da, wo es eine Mitte und eine Linke gibt, logischerweise auch eine Rechte geben muss, das alles steht heute mehr oder weniger stark unter Tabu. Aber nicht aufgrund eines Naturgesetzes, sondern weil es im Bereich dessen, was man öffentliche Meinung nennt, eine ganz bestimmte Machtverteilung gibt. Und die Frage ist, wie konnte es dazu kommen? Goethe, der wurde heute ja schon einmal zitiert, hat sich schon über die Verfasser von Zeitschriften und Tagblättern amüsiert, die das Publikum glauben machten, sie bildeten den wahren Gerichtshof und entschieden über das, was man denken dürfe und was man nicht denken dürfe. Denn, das muss man sich immer vor Augen halten, von Unparteilichkeit oder Gerechtigkeit des Urteils oder Sachlichkeit ist bei den Meinungsmachern, man könnte fast sagen, im Regelfall keine Rede. Vielmehr ergibt sich die Menge dessen, was sie als relevant und richtig und gut, wie die Menge dessen, was sie als irrelevant und falsch und böse betrachten und uns entsprechend präsentieren, aufgrund von Kräfteverhältnissen. Kräfteverhältnisse zwischen denen, die auf die Verbreitung von Meinungen entscheidenden Einfluss nehmen können, und solchen, die das nicht können.
unter normalen Bedingungen, und ich beharre darauf, diese Bedingungen als normale zu bezeichnen, also zum Beispiel in der alten Bundesrepublik, wie auch ich sie noch erlebt habe, handelte es sich dabei um einen Zustand, in dem verschiedene Positionen, nicht unbedingt gleich stark, aber doch stark, miteinander konkurrierten. Wenn ich mich also beispielsweise an meine Jugend- und die Studentenjahre erinnere, habe ich immer noch den Eindruck, als ob wir eine Art Dauerdebatte geführt hätten. Und diese Dauerdebatte, die fand statt am Küchentisch und beim Familienfest, am Rand unserer Klassenfeten und im Konfirmandenunterricht, in der Deutschstunde genauso wie im Oberseminar, zwischen Freunden und natürlich auch nach Vortragsveranstaltungen. Unsere Kontroversen waren heftig. Ich kann mich noch daran erinnern, als zum ersten Mal in der 10. Klasse im Fach Gemeinschaftskunde eine Probeabstimmung durchgeführt wurde, war das ganze Spektrum vertreten. Von der DKP bis zur NPD gab es Leute, und wir sahen kein Problem darin, mit denen trotzdem das nächste Mal auf Klassenfahrt zu gehen oder gar zu sagen, wir wussten natürlich, wer die Betreffenden waren, mit denen reden wir jetzt nicht mehr, oder wir werden also die Betreffenden irgendwo melden, wäre uns vollkommen unvorstellbar erschienen. Ich behaupte damit nicht, dass das eine Idylle war. Natürlich, wenn es gut gelaufen ist, dann lief das wie eine Art Duell ab. Aber es konnte auch schlecht laufen, wurde verletzend, spaltete Familien, zerstörte Freundschaften. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass es im Regelfall immer darum ging, dass alles von der Überzeugung getragen war, dass es zwar nicht auf jedes Argument von jedem ankomme, aber dass es ein Recht darauf gebe, jedes Argument zu Gehör zu bringen. Etwas wie politische Korrektheit wäre meiner Meinung nach damals schlechterdings nicht möglich gewesen. Das hätten alle Beteiligten sofort als das entlarvt, was es ist, Zensur. Was eine freie Debatte bedeutet, ist aber heute fast vergessen. Man darf faktisch nur noch äußern, was denen gefällt, die die Uniformierung unseres Denkens vorangetrieben haben, oder man akzeptiert Ausgrenzung und Ächtung und legt sich ein sehr, sehr dickes Feld zu. Das, was uns gegenwärtig als öffentliche Meinung angeboten wird, spiegelt nicht mehr verschiedene denkbare Positionen, sondern nur noch eine, bestenfalls Thema mit Variationen, aber nichts darüber hinaus. Aus der Machtverteilung, von der ich gesprochen habe, ist ein Machtmonopol geworden, und diejenigen, die Walter Lippmann die Torhüter der öffentlichen Meinung genannt hat, die sorgen dafür, dass es auch erhalten bleibt. Die Menge des Meinbaren, das ist heute oft genug betont worden, wird dadurch immer kleiner. Es gibt ausgesprochene wie unausgesprochene Denk- und Sprechverbote, manchmal nur infolge der Schere im Kopf, aber von Fall zu Fall durchaus auch in juristischer Form strafbewehrt, um bestimmte Positionen zum Schweigen zu bringen und ihre Träger mundtot zu machen. Die ebenfalls schon erwähnte Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach, nach der 2/3 unserer Bürger überzeugt sind, man müsse heute, Zitat, sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich wie äußert, Zitat Ende, hat das meiner Meinung nach ganz deutlich gemacht, dass es in der Bevölkerung ein Bewusstsein davon gibt, dass irgendetwas nicht stimmt. Interessanter finde ich aber fast noch die Äußerung von 41% der Befragten, dass das, was da stattfindet, mit Political Correctness zu tun hat und neu ist. Political Correctness ist eine Formel, die zuerst in den USA gebraucht wurde. Dort gehört sie seit den 1980er Jahren in das Inventar linker Kulturkrieger. Deren Konzept eines Kulturkriegs oder einer Kulturrevolution hat die Linke allerdings schon in der Nachkriegszeit entwickelt. Damals zeichnete sich immer deutlicher ab, dass es eben keine Revolution im Sinne von Karl Marx als verlängerten Klassenkampf geben werde. Die Arbeiterschaft machte keine Anstalten, ganz im Gegenteil. Sie lief mehrheitlich auf die Seite des kapitalistischen Systems über. Die sozialistischen oder kommunistischen Parteien in den USA waren immer bedeutungslos. Also kam man auf einen Gedanken, der auf den ersten Blick bestechend wirkte. Wenn man nicht auf die zentralen Trägergruppen der Gesellschaft setzen konnte für den Umsturz, dann auf die Randgruppen. Also alle irgendwie Diskriminierten, von den Schwarzen über die Homosexuellen und Behinderten bis zu den Frauen. Sie sollten gegen die bestehende Ordnung mobilisiert werden, und gleichzeitig wollte man einen Angriff führen, der nicht von der Basis, sondern aus dem Überbau kam. Der wichtigste Theoretiker dieses Ansatzes war Herbert Marcuse.
So undeutlich vieles in dem bleibt, was Marcuse geschrieben hat, so ist eins doch deutlich. Marcuse war der Überzeugung, dass das, was Karl Marx als Ende der Geschichte verheißen hat, das Reich der Freiheit, dass dieses Reich der Freiheit tatsächlich geschaffen werden kann, wenn man das kapitalistische System und die bürgerliche Gesellschaft zerstört. Dazu, das hat Marcuse immer betont, war die Anwendung von Gewalt legitim. Aber seiner Meinung nach ging es auch darum, schon vor der Revolution Einfluss auf die Köpfe zu gewinnen. Und da Marcuses Anhänger, das hängt schlicht und ergreifend auch mit dem Schwierigkeitsgrad seiner Ausdrucksweise zusammen, in erster Linie aus Studenten und jungen Akademikern bestand, hörten die Betreffenden diese Botschaft mit Begeisterung. Denn sie selbst wurden dadurch in eine zentrale Funktion für die kommende Gesellschaft gerückt. Das heißt, in Vorbereitung des Reiches der Freiheit sollten sie eine Phase der Unfreiheit nicht nur legitimieren, sondern sie sollten in dieser Phase der Unfreiheit auch Sorge dafür tragen, dass alles so lief, wie der Meister es sich vorgestellt hat. Dabei dachte man weder an eine Diktatur des Proletariats noch an die Diktatur einer Kaderpartei. Was man sich vorstellte, war eine Erziehungsdiktatur. In seinem 1964 zuerst erschienenen Buch »Der eindimensionale Mensch« schrieb Marcuse noch etwas zögernd über deren Notwendigkeit. Aber er machte deutlich, dass die selbstverständlich nur vorübergehende Beseitigung von Demokratie und Freiheit notwendig sei, um das große Ziel, nämlich die Emanzipation des Menschengeschlechtes, zu erreichen. Die Erziehungsdiktatur würde die Macht an eine Elite übertragen, aber nicht an eine böse und selbstsüchtige und reaktionäre Elite, sondern an eine gute und selbstlose und fortschrittliche. Diejenige würde aus den Intellektuellen bestehen, die die dumpfe, unaufgeklärte Masse in eine lichte Zukunft führen könne. Etwas deutlicher wurde Marcuse 4 Jahre später in einem Interview, das er dem Spiegel gab. Da wurde er von den Journalisten tatsächlich ziemlich bedrängend gefragt, wie man sich das praktisch vorzustellen habe mit der Erziehungsdiktatur. Und er äußerte, nun, es gehe eben darum, die Menschen umzuprogrammieren. Umzuprogrammieren, um zu verhindern, dass weiter reaktionäre oder faschistische Positionen verteidigt würden. Die Erziehungsdiktatur werde denjenigen, die reaktionäre oder faschistische Auffassungen vertreten, weder Meinungs- noch Presse- noch Redefreiheit zubilligen, denn sie stellten sich dem gesetzmäßigen Gang der Geschichte in den Weg. Erst am Ende der Geschichte stehe ein Zustand wahrer Freiheit. Dann könnten auch diese Restriktionen aufgehoben werden. Aber erst dann, ich glaube, hieß es bei Marcuse, dass die Revolution zu einer Erziehungsdiktatur tendiert, die sich in ihrer Erfüllung aufheben würde. Alles, was Marcuse bei dieser Gelegenheit vorgetragen hat, steht in einer langen linken Tradition. Viele seiner Vorstellungen könnte man schon bei Rousseau im 18. Jahrhundert nachweisen, aber heute wurde ja schon einmal von neuen Jakobinern gesprochen. Und ich denke, es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass jemand wie Robespierre, also der Mann des Terrors in der Französischen Revolution, schon in einer seiner Reden deutlich gemacht hat, dass es darum gehe, zwischen bürgerlicher, also wir würden sagen wirklicher Freiheit, also beispielsweise der Freiheit, sein Leben so zu gestalten, wie man es möchte, die Auffassungen zu äußern, die man gerne äußern möchte, dass zwischen einer solchen bürgerlichen, minderwertigen Freiheit und einer hochwertigen politischen Freiheit zu unterscheiden sei. Und sein Freund und Kampfgefährte Saint-Just hat die berühmte Formel Freiheit außer für die Feinde der Freiheit gebraucht, um auf diese Art und Weise die Tausende und Abertausende aufs Schafott zu schicken. Denn klar war, irgendjemand musste bestimmen, wer Feind der Freiheit ist, und es ist wohl klar, wer das bestimmte. Das bestimmten Männer wie Saint-Just und wie Robespierre und diejenigen, die mit ihnen im Wohlfahrtskomitee saßen. Herr Dr. Jonken hat ja schon darauf hingewiesen, dass auch der oft zitierte Satz von Rosa Luxemburg in genau diesem Zusammenhang gehört, denn die Freiheit des Andersdenkenden, von der da die Rede ist, bezieht sich nur auf diejenigen, die innerhalb der Linken, innerhalb der kommunistischen Bewegung eine abweichende Auffassung äußern und überzeugt werden müssen. Es ist insofern auch nicht überraschend, dass all das, was ich gerade vorgetragen habe,
von den glühendsten Anhängern Marcuses, das waren die Träger der amerikanischen Studentenbewegung der 1960er Jahre, mit größter Begeisterung aufgenommen wurde. Das war ein progressives Denken, das genau ihren Vorstellungen entsprach. Ihre sogenannte Free Speech Bewegung, die sich damals an den Universitäten wie beispielsweise Berkeley etablierte und freies Rederecht forderte, verstand natürlich unter freier Rede immer nur freies Rederecht für die eigenen Leute. Praktisch parallel zu dieser Kampagne setzen die massiven Angriffe auf alle diejenigen ein, die andere Auffassungen äußern wollen, ganz gleichgültig, ob unter den Professoren oder den Kommilitonen. Free Speech hieß immer nur freie Rede für unsere Positionen, niemals für die der anderen. Ein Verhalten, das ihre Kommilitonen in Deutschland genauso brav kopiert haben wie praktisch alles andere, was zu 68 führte und 68 prägte. Übrigens, Herbert Marcuse hat hier in Berlin selbst die bittere Erfahrung machen müssen, was geschieht, wenn man eben nicht mehr der Star ist, sondern eine Ansprache hält, die aus irgendeinem Grunde das Missvergnügen der Anwesenden herausfordert und man dann mit dem Ruf umfunktionieren, umfunktionieren, daran gehindert wird, auszuführen, was man doch eigentlich ausführen wollte. Strafe muss sein, könnte man sagen. Und manchmal ist die Geschichte dann doch das Weltgericht. Dieser Vorgang, den ich hier geschildert habe, hat in den letzten 20 Jahren einen Weg genommen, der meiner Meinung nach dahin tendiert, genau an das Ziel zu kommen, das sich Marcuse vorgestellt hat. Der ist im Wesentlichen in seiner Endform durch zwei Phänomene gekennzeichnet. Wir haben es mit einer Klassenherrschaft zu tun. Mit einer Klassenherrschaft derjenigen, die heute über die Medien verfügen und sehr genau wissen, worin ihr Klasseninteresse besteht. Das besteht darin, bestimmte Positionen zur Geltung kommen zu lassen und andere nicht zur Geltung kommen zu lassen. Denn es geht um sehr viel Geld und es geht um den Einfluss und die Positionen von Leuten, die abgesehen von Meinungsmachen sonst wenig können. Es geht aber zum Zweiten um eine Verschränkung, die Entstehung eines politisch-medialen Komplexes, mit dem wir es heute zu tun haben und der eine nie dagewesene Einförmigkeit des Denkens, der Überzeugungen und der Meinungen erzeugt hat. Dieser politisch-mediale Komplex hat sich ein Instrumentarium verschafft, vor allen Dingen durch die Möglichkeiten der modernen Technik, mit dessen Hilfe unliebsame Meinungen und die Träger solcher unliebsamen Meinungen ausgeschaltet werden können. Dabei arbeiten der Staat wie die sogenannte Zivilgesellschaft Hand in Hand. Was der eine auf direktem Wege besonders gut erreichen kann, muss der andere nicht tun. Was man aber besser durch indirekte Maßnahmen erreicht, da kann sich der Staat zurückhalten. Es gibt ohne Zweifel, das ist unbestreitbar und unsere Veranstaltung signalisiert das ja auch, eine wachsende Kritik an dieser Entwicklung. Aber wir sollten uns keine Illusion hingeben, diese Kritik kommt bisher nicht so zur Geltung, dass man sich tatsächlich schon eine grundsätzliche Veränderung vorstellen kann. Die von mir erwähnten Torwächter der öffentlichen Meinung haben sich nämlich in den letzten Jahrzehnten ungeheuer mächtige Positionen verschafft und das erwähnte Klasseninteresse so vollständig durchgesetzt, dass jeder, der sich dagegen wendet, die größten Schwierigkeiten zu gewärtigen hat. Zudem ist es ihnen gelungen, alles, was sie tun, mit so schmeichelhaften Begriffen wie Aufklärung, Pluralismus, Diversität und Menschenrechten zu dekorieren und damit den Widerstand der meisten, und die meisten sind dann doch relativ naiv, fast unmöglich macht. Dieses Vorgehen und dieses Konzept erinnert natürlich an das, was Marcuse gewollt hat. Aber man muss doch sagen, dass Marcuse relativ offen war, was seine Zielsetzung betraf. Das unterscheidet ihn von einem anderen Mitglied der sogenannten Frankfurter Schule, der heute wesentlich bekannter und einflussreicher ist als Marcuse, nämlich Jürgen Habermas. Jürgen Habermas hat 2015 bereits erklärt, dass er im Umgang mit den Rechten eigentlich nur eine einzige Möglichkeit sehe. Man müsse konsequent an der Dethematisierung all dessen arbeiten, was diese Leute und wahrscheinlich auch ein erheblicher Teil der Bevölkerung als Thema betrachteten. Also keine Diskussion über die Selbstzerstörung Europas, keine Diskussion über Zuwanderung, keine Diskussion über wachsende Kriminalität, keine Diskussion über Verfall der inneren Sicherheit,
keine Diskussion über demografische Entwicklung und keine Diskussion über Dekadenz. Habermas hat anders als Marcuse relativ rasch begriffen, dass das offene Reden über Revolution, Sozialismus und Erziehungsdiktatur in einer Gesellschaft wie unserer kaum zum Ziel führen kann. Diese Zeiten sind wohl wirklich vorbei. Deswegen zieht es Habermas vor, von einer entgegenkommenden Kultur zu sprechen, die er selbst als liberal definiert und seit einiger Zeit auch ausdrücklich mit der Ordnung des Grundgesetzes identifiziert. Allerdings, wenn man Habermas genau liest, erkennt man doch, unter diesem dünnen Firnis verbirgt sich etwas ganz anderes, auch in einer harmlos klingenden Formulierung. Denn er spricht davon, dass es ein gemeinsames staatsbürgerliches Bewusstsein über alle Differenzen hinweg geben müsse. Wer wollte dagegen etwas einwenden? Aber er fügt hinzu, dass stets zu prüfen sei, ob dieses gemeinsame staatsbürgerliche Bewusstsein auch tatsächlich vorhanden sei und dass man verhindern müsse, dass es sich in eine Richtung bewege, die den von ihm postulierten Zielen nicht entspreche, also beispielsweise der Begeisterung für Zuwanderung, universalistische Werte und die Idee eines Weltstaates. In dem Augenblick, das sagt Habermas eigentlich relativ offen, geht es nicht mehr nur um Dethematisierung, in dem Augenblick geht es um den aktiven Kampf, um diejenigen daran zu hindern, zu Wort zu kommen, die den, wie er sagt, Saatboden für einen neuen Faschismus mit ihren Reden und ihren Wortergreifungen düngen wollen. Trotz des Alarmtons, in dem das vorgetragen ist, ist eines klar. Hier spricht einer mit der Selbstgewissheit desjenigen, der im Besitz von Einflussmöglichkeiten ist. Habermas sieht sehr klar, dass aus seiner Position heraus die Zulassung von tatsächlich kontroversen Auffassungen nur schädlich sein kann und für ihn eine Machtminderung bedeutet. Es war heute schon mehrfach die Rede davon, dass man den meisten Linken nicht recht trauen darf, wenn sie über Freiheit sprechen. Und das ist auch in diesem Falle nicht anders. Denn in seiner Habilitationsschrift vom Anfang der 60er Jahre, Strukturwandel der Öffentlichkeit, hatte Habermas noch geschrieben, ich zitiere, die bürgerliche Öffentlichkeit steht und fällt mit dem Prinzip des allgemeinen Zugangs. Des allgemeinen Zugangs. Eine Öffentlichkeit, von der angebbare Gruppen eo ipso ausgeschlossen wären, ist nicht etwa nur unvollständig, sie ist vielmehr gar keine Öffentlichkeit. Ausnahmsweise bin ich willens, Herrn Habermas beizupflichten. Dass er damals so argumentiert hat, hängt damit zusammen, dass sich die Linke Anfang der 1960er Jahre noch in einer defensiven Position befand. In dem Augenblick, in dem das nicht mehr der Fall war und vor allen Dingen heute angesichts der Einflussmöglichkeiten, die sie besitzt, hat man auch die Position gewechselt. Diesen Zusammenhang zu verstehen, ist für unser Thema vor allen Dingen auch deshalb ausschlaggebend, weil man begreifen muss, dass das von dieser Seite immer wieder vorgetragene Gerede über mehr Toleranz und mehr Freiheit und mehr individuelle Selbstbestimmung per se unredlich ist. Es ist nicht das, was von dieser Seite gewollt wird. Es kommt deshalb darauf an, die Verschleierung der Machtverhältnisse, die da stattfindet, zu begreifen. Und das heißt auch zu verstehen, dass es bei alledem, worüber wir hier reden, immer um Machtfragen geht. Und wenn es um Machtfragen geht, dann ist klar, wer hier Macht hat und wer keine hat. Und wem dieser Zustand nicht gefällt, der muss daran arbeiten, sich eine Gegenmacht zu verschaffen. Und um die zu gewinnen, bedarf es nicht nur der Klugheit, sondern auch der Entschlossenheit und des Einsatzes. Oder mit den Worten eines toten weißen Mannes, Perikles, das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Und da hier ja nun schon mehrfach die Tradition der deutschen Arbeiterbewegung zur Sprache gebracht worden ist, auch ein Slogan der Sozialisten. Es kämpft sich nie schlecht für Freiheit und Recht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus